Landespokal, zweite Runde, DSC gegen Neugersdorf, am Ende dann 8-7 nach Elfmeterschießen. Und ich glaube, wir rollen es heute mal von hinten auf, ganz gegen die Tradition. Ja, letzter Ballralle, der entscheidende Elfmeter, den Neugersdorf treffen musste, und du hast ihn dann sogar sicher. Was war das für ein Gefühl? Mega, ich habe die Mannschaft auf mich zukommen sehen. Ich wusste nicht, renne ich weg, komme ich hin. So ein geiles Gefühl, den Ball zu halten. Und wir haben es am Montag in der Sauna, haben wir drüber gesprochen. Und dann sage ich zu Felix, das wäre so geil, der letzte Elfmeter, den halte ich, dann geht's feiern. Also war das quasi, seid ihr schon so ins Spiel gegangen, auf dieses Elfmeterschießen, habt ihr quasi hingespielt? Nein, wir wollten das Spiel vorher beenden. Also in der Halbzeit sagen wir wollen keine Verlängerung, das Spiel ziehen wir hier. Und ich denke, man hat es gesehen, wir wollten das unbedingt. Ja, genau. Ja, dann, das Spiel war ja wirklich komplett offen die ganze Zeit. Dann gerade zur Halbzeit, was habt ihr euch dann vorgenommen? Also hast du ja gerade schon gesagt, ihr wollt natürlich gewinnen, aber Neugersdorf natürlich hatte schon seine Spielanteile, aber ihr hattet immer wieder so einzelne Chancen. War das dann wirklich das Ziel, immer wieder punktuell dort Nadelstiche zu setzen? Ja, genau, über Umschaltmomente zu den Torchancen kommen. Wenn wir richtig kompakt stehen und unsere beiden Linien sehr dicht beieinander stehen, kommt der Gegner nicht durch. Und der Gegner wollte auch keine langen Bälle spielen. Wenn sie lange Bälle gespielt haben, gingen die immer weg. Das war unsere Chance, dann den Ball zu gewinnen und schnell nach vorne. Und ich denke, das haben wir gut gemacht. Das stimmt, dann habt ihr ja schon 3-2 geführt bis kurz vor Schluss. 5 Minuten haben dann gefehlt. Dann gab es einen stark umstrittenen Freistoß, würde ich mal so formulieren, wo der Thomas Höhne den Ball spielt eigentlich. Und dann kriegt er den Ausgleich. Ja, was war das dort als Genickschlag? Wie arbeitet man sich da wieder raus? Genickschlag würde ich es gar nicht bezeichnen. Ich glaube auch das erste Gegentor, das tat irgendwie unserem Spiel gut. Da war die Nervosität weg und dann haben wir wirklich gezeigt, dass wir auch spielen können. Und das 3-3, der Freistoß war gut getreten, ob es ein Foul war oder nicht. Will ich nicht beurteilen, aber wir haben nicht aufgegeben, wir haben weitergespielt und am Ende, ich denke, gar nicht so unverdient. Kann man so sagen, ich denke auch Verlängerung war erstaunlich, dass dann auch die Kräfte immer noch irgendwo gehalten haben, dass das Spiel schon noch so von den Chancen auf der Kippe in beide Richtungen stand, auch wir in der Verlängerung noch Chancen hatten. Hat dich das überrascht, dass der Fitnesszustand da so gut ist? Oder? Nach unserer Vorbereitung hat es mich nicht überrascht, also wir sind wirklich fit, also fitter als letzte Saison noch und wir wussten, das ist eine einmalige Gelegenheit. Heute hier weiterzukommen, sowas hat man halt nicht oft, gegen den Oberligisten weiterzukommen. Und ab jetzt heißt es nur noch Spaß haben, genießen den Pokal und vielleicht immer im nächsten Jahr oder in der nächsten Runde hier begrüßen dürfen. Sind wir gespannt. Wir nehmen nochmal den Bogen auf vom Anfang. Als du dann unten lagst, hast du ja so 1-2 Minuten Zeit gehabt, jetzt hier unter dem Haufen irgendwo über den gehaltenen Elfmeter nachzudenken. Konntest du das da schon sacken lassen, dass wir jetzt eine Runde weiter sind, oder war das nur pure Freude? Es war einfach pure Freude. Ich glaube, das Gefühl dann, die nächste Runde zu erreichen, das kommt dann jetzt im Laufe des Abends. Jetzt erstmal Freude, gewonnen zu haben gegen so einen Gegner, die auch ein paar Fans mitgebracht haben und die dann wirklich dran zu knabbern haben, denke ich. So, dann natürlich, jetzt sind wir eine Runde weiter, obligatorische Frage. Jetzt steigen die Regionalligisten mit ein in der nächsten Runde. Was ist jetzt dein Wunsch los? Dynamo. Hier zu Hause, Dynamo. Wäre jetzt noch nicht möglich, aber vielleicht dahin dazu. Noch dritte Runde? Sind ja noch dritte Liga. Aber ich steige auch mit ein. Ne? Ich denke mal, so ein kleiner Spaß jetzt am Rande. Dann vielleicht, keine Ahnung. Also gar nicht, Hauptsache gar Heimspiel richtiges und ein schönes Derby, wäre auch nicht schlecht. Gut, dann sind wir gespannt, was die Auslosung bringt und danke dir, Ralle. Gerne. Feiert schön.